So, okay, wir gucken jetzt aber erstmal ganz in Ruhe, ob wir noch Munition finden. Weil wäre schon schön, wenn wir jetzt so viel verbraten haben, ein bisschen Munition zu finden. Aber es sieht echt schlecht aus. Aber hier kann ich auch nichts weitermachen, ne? Also, nee. Okay, hier ist alles safe. Es gibt keine Munition für mich? Okay. Das ist natürlich tricky. Loot, Loot, Loot. Ja, aber wir haben kein Loot, ey, Junge. Was mach ich denn jetzt? Okay, hier komme ich nicht raus. Wir gucken noch mal ganz kurz hier ein bisschen durch, ob wir hier noch was Schönes finden. Okay. Ja, auf dem Weg vielleicht. Ich hoffe ja auch, dass wir auf dem Weg vielleicht ein bisschen looten. Ah, okay. Hier haben wir, guck mal, hier. Hier haben wir zum Herstellen von Munition ein bisschen was. Wie viel Leben habe ich denn eigentlich? Kann ich da bestimmt wieder mich hier einmal updaten, oder? Jawoll. Hier haben wir jetzt aber noch nichts, gefunden. Da hinten haben wir noch ein Pflänzchen. Das nehmen wir noch mit. Hier kommen wir nicht raus. Schade, 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 schade. Oh, jetzt gucken wir mal weiter. Aber hier kommen wir dafür raus. Okay. Hier gibt es noch ein wunderschönes Dokument. Bericht Nummer 00213. Unionsgesellschaft. Betreff: Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir Bürokratiesysteme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingefügt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen, die mehrere Formulare und entsprechenden Gebühren einfordern. Inhalt noch in Arbeit. Fabrikationsteam entwickelt. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operativen unserer Wahl entscheiden können, auf Grundlage bestehender standardisierter Wahlvorgänge aus der Realität. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden den Americana-Style bei, jedoch um 30% retrogradiert, damit die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten können. Diese neuen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztlich genug Einwohnergedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phase 2 zu erreichen. Klar! Wir tun mal so, als ob wir irgendwie irgendwelche Fake-Dinger dahin basteln, damit die Leute einfach Ruhe geben und keinen Verdacht schöpfen. Easy. Macht man heutzutage so. Klar, cool. Also ich finde hier 5000 Munition, sage ich. 5000 Heilungsgegenstände, aber nicht einmal Munition? Jetzt ernsthaft? Dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen? Wie ein richtig kranker Scherz. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass das gewollt ist von Kidman. Dass Kidman uns einfach quasi ausnutzt und irgendwelche Sachen behauptet, nur damit wir hier in diese Matrix-ähnliche Geschichte reinkommen. So, hier geht's wieder raus. Hier war ich vorhin drinne. Richtig? Hier gibt's auch keine Munition. Also ich habe ein bisschen Schiss und Bange, rauszugehen. Die Leiche ist weg. Ohne Munition. Aber wir machen's. Aber Kidman ist auch nur ein Minion, oder? Ja, glaube ich auch. Also könnte auch sein, dass Kidman einfach auch nur... Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Naja, wir haben den Stabilisierungstransmitter Zeus stabilisiert. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch.
Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Kidman. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Ja. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lily. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ja, es wäre gut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Aha. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lily verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Okay, wieder mit unserem Teleporter, oder was? O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Also, als allererstes, wenn Kidman wirklich irgendwie Sympathien hätte für Sebastian, ja, dann hätte sie doch, bevor die Tochter da drin ist, irgendwas ihm schon mitgeteilt oder so, ne? Weil er hat ja gelitten. Also, safe hat Kidman irgendwie Dreck am Stecken. Kann mir doch keiner erzählen. Die ist doch genauso. Also, die ist, auch wenn die irgendwie vielleicht sich selbst manipuliert oder keine Ahnung. I don't know. Aber die Kidman, die hat auf jeden Fall auch Dreck am Stecken. Kann mir doch keiner erzählen. Gut. Dann gehen wir mal wieder zum Markt zurück. Um zu schauen, dass wir zum Theater kommen. So, und jetzt gehen wir erstmal in den Markt zurück. Und bei dem Markt selber, wie gesagt, das ist so ein Untergrund. I don't know. Das wird tricky. Und wir mussten letztes Mal, um zum Rathaus zu kommen, ins B2. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ob wir jetzt fürs Theater D4. I don't know. So. Und wo müssen wir jetzt hin? Also letztes Mal wurde es mir wenigstens gesagt. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Okay. Cool.
cool. Wir nehmen mal vorsichtshalber schon mal eine Pistole in die Hand. Man weiß ja nie, was uns hier macht. Lily? Ich werde hier noch verrückt. Wo ist sie denn? Okay, hier müssen wir wieder rein, da müssen wir wieder ein bisschen tricksen. Hier könnten wir auch rein. Ist die Frage, wo sind diese Viecher? Okay. Also wir fangen erstmal mit dem Transmitter an, weil ich glaube, dass wir hier nämlich noch ein paar Sachen, schöne Sachen finden könnten. Da ist zum Beispiel noch so eine Lootbox. Oh Gott. Nee. Oh, da habe ich mich letztes Mal gerade auch schon so richtig dumm angestellt. Nee, das ist zu viel. Nein, falsche Richtung. Ey, und das ist sowas mit einer mechanischen Tastatur, wo du nicht so easy peasy... Er meinte was von D5, oder? Jetzt ernsthaft? Hat er wirklich D5 gesagt? Ich habe wieder nur so halbherzig zugehört. Er meinte was von D5? Weiß nicht. Weil D4 war jetzt wirklich einfach nur just for the rules. Oh, was haben wir hier? Grünes Geglimmer. Waffenteile. Sehr gut. Sehr gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gehen wir mal hier reingucken. Hallo! Oh, hier gibt es noch eine Munitionstasche. Yes! Wir können 38 Munitions-, also 38 Dinger hier mitnehmen. Das finde ich nice. Das kann ich wieder nicht mitnehmen. Schießpulver. Ganz wichtig. Waffenteile. Super wichtig. Okay. So, jetzt ist trotzdem die Frage, wo muss ich denn jetzt hin? Hier rüber kann ich nicht. Achso. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wisst ihr was? Wir wollen mal was ausprobieren. Also ich will mal was ausprobieren. Durchquere das Mark und suche den Ausgang D5. Ja, Herr Junger, du hattest auf jeden Fall recht mit D5 und ja, das mit der Explosion war gerade sehr effizient. Also, ich muss gerade selber zugestehen, da bin ich gerade positiv überrascht. Also von mir selbst. Ja, der so hingehauen hat. Und es war sogar ausnahmsweise mal gewollt. Das ist ja auch nicht immer so das Wahre, was ich versuche. Aber D5, hast du vollkommen recht, im Questlog stand es drin. Hab ich komplett verrafft. Ah, gut. Schauen wir mal weiter. Wo soll denn D5 jetzt sein? Treppen runterrennen. Die Tür auf! Ich weiß ja nicht. Das sieht alles nicht so gut aus. Tolle Wurst. Wow. Was zum Teufel ist das? Ja, ich weiß es nicht und ich weiß nicht, ob wir es... Wir werden langsamer? Gar kein Fall, das ist ja schlimm. Oh no. Oh, so ein Klebezeug. Ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt gerade. Ich drehe mich nicht um. Ist mir egal. Ist mir egal. Hä? Warum geht der Fernseher an?
Das ist natürlich nicht zerstörbarer Fernseher, ist so eine Sache. Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber... Ja, aber was... Sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren... Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra. Oh, dir. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind die... Achso, das haben wir ja schon mal gelesen. Ja, okay. Du hattest mit allem recht. Oh, no. Aber... Warum sehe ich das jetzt? Ja. War halt deine Erinnerung und... I don't know. Flashback? Who knows? Gott. Was? Was war das denn jetzt bitte? Exit. D5. Da müssen wir ja hin. Was für ein Zufall. Was ist das? Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Bitte nicht, ich will keine Hide-and-Seek-Aktion hier machen. Wie soll ich denn hier dran vorbeischleichen? Hört ihr auf Geräusche? Wenn, dann... Guck bitte nach da. Ihr hört nicht auf Geräusche. Soll ich denn jetzt bitte an ihm vorbeisteppen? Okay. Wir warten kurz ab, bis er wieder nach da kommt. Genau. Jetzt steppen wir easy lemon squeezy. Dahin. Ja, kein Problem. Ey, er hat uns doch safe nicht gesehen, oder? Nicht dahin? LOL! Die Mechanik gibt's auch? Das ist ja natürlich... Okay. Sind wir jetzt gerade nicht so viel... Hier raus. Das war nicht gut, das war nicht clever, das war richtig blöd. Aber haben wir es geschafft? Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Oh Gott! Oder, okay, wir haben es nicht geschafft. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin, ja, ist cool. Das war aber jetzt irgendwie, ja, okay. Ich dachte, der Ort sollte verdammt nochmal stabil sein. Ja. Haben wir falsch gedacht. So, D5, da hinten ist der Exit. Da müssen wir hin. Da laufen wir jetzt auch direkt hin. Guck nochmal ganz kurz hier rein. Oder auch nicht. Oh, hier gibt's wieder nochmal, warte mal, hier müssen wir nochmal kurz... Nee. Do 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 do.
Da. Puh, ja. Da sagt er was. Da ist heute ist ganz schön... Also hier gibt es wieder Munition. Die kann ich nicht mitnehmen. Aber dafür haben wir hier wieder nochmal einen Notizzettel. Bericht Nummer 00532. Dislokationsprotokolle. Betreff Kerndislokationsnotfallprotokolle. What the fuck? Was ist das für ein Wort? Kerndislokationsnotfallprotokolle. Das ist heftig. Ein fehlender Kern ist umgehend zu ersetzen. Selbst wenn ein Kern nur wenige Stunden fehlt, kann dadurch die STEM-Programmierung in Mitleidenschaft gezogen werden. Falls der Kern länger als 36 Stunden fehlt, müssen die Notfallprotokolle in Kraft treten, damit der Kern nicht entweicht. Notfallprotokolle sind nur Mobius operative der Sicherheitsstufe Alpha zugänglich und lassen sich nur auf den Mark-Servern öffnen. Okay. Was? Öffnen? Oh ja. Oh ja. Waffenteile. Sehr gut. Will ich auch noch was zum Öffnen? Nein. Oh, hier wäre ja noch mehr Waffenteile. Fast übersehen. Noch ein bisschen Crowd. Und Munition können wir leider nicht mitnehmen. Was immer wieder schade ist. Schade, schade. Schokolade. So, hier sind wir jetzt doch aber bei Raum... D5. Mit Überwachungskamera. Hat er uns die ganze Zeit beobachtet, der Typ? Jemand hat mich beobachtet. Ah. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Google. Keine Bewegung. Sie sind von Mobius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Was? Nein. Wie? Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Okay. Sie sind Yukiko Hoffman. Woher kennen Sie meinen Namen? Yukiko, Mobius stimmt. Hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Alles richtig. Ich weiß. Wirklich? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen, Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Okay. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Jetzt schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Liam lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Und ich glaube, schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stam so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Okay. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit... ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja. Er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Was? Er hat sich im Theater verkrochen. Okay. Also Ausgang D5. Er ist hier.
Gleich im nächsten Zimmer. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das nur Teil ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Auch eine schöne Sache. Also ist das Kunst oder kann das weg? Einmal durchziehen. Ja, geil. Da freue ich mich auch gleich drauf. So, hören wir uns aber nochmal hier kurz die Sachen an. Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stam fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Jede Person im Stam hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Um labiles Verhalten zu erkennen. Das hat ja super funktioniert. Leider ja, so sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich schwer zu diagnostizieren. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, können sie sich leicht verstellen. Dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Auf beunruhigende Art. Großartig. Die Tests haben also nur die schwächsten Psychos ausgesondert. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich habe die Tests mitentwickelt. Sie sagten, Ihrer Meinung nach steckt mehr dahinter? Ich habe mich mit dem Beacon-Vorfall befasst, um eine weitere derartige Katastrophe zu verhindern. In dem Fall war die fragliche Person der Kern. Trotzdem blieb die Umgebung relativ intakt. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin. Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die Macht des Kerns wollte. Das könnte bedeuten... Nein. Das ist ein zu furchtbarer Gedanke. Was? Nur eines könnte mächtiger als ein Psychopath hier drin sein. Aber ich muss noch weiter forschen, um die Theorie zu bestätigen. Okay. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber es wird spannend. Okay, also wir wissen Psychopath. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber das haben wir uns eigentlich auch schon fast gedacht. So, dann nehmen wir natürlich hier die ganzen Utensilien mit. Soweit wir da können. Ist hier ein Scharfschützengewehr drin? Also ich hätte Bock drauf. Bin ich ehrlich. Irgendwie sieht es aus, noch ein Käffchen? Käffchen? Ja, nein, vielleicht? Also was wir auf jeden Fall machen ist, da vorne die Waffenteile noch mitnehmen. Und wir werden definitiv noch vorher speichern. So, na dann gucken wir nochmal kurz hier in... Nee, doch nicht. Gucken wir hier nochmal kurz in die Unterlagen. E-Mail, Kernkandidaten an alle zuständigen Personen von Operativen Grisham. Betreff Lily Castellanos, erste Erkenntnisse. Der ideale Kernkandidat muss ein freies Ego besitzen, um seine eigene Persönlichkeit zu behalten. Gleichzeitig aber auch die miteinander verbundenen Geister vieler anderer unterstützen zu können. Unter Berücksichtigung dieser Parameter gibt es nur zwei mögliche Arten von Kandidaten. Egomanen mit psychopathischen Neigungen und Kinder. Wir wissen alle, was beim letzten Mal passiert ist, als sich ein Egomane mit psychopathischen Neigungen im Stam befand. Am besten wäre also ein Kind. Dank unseres Zugriffs auf die Ereignisse der Standard-Schulprüfungen konnten wir die Auswahl eingrenzen. Wir glauben, in Lily Castellanos die ideale Kernkandidatin gefunden zu haben. Ihre Tests zeigen, dass sie nicht nur arglos ist, sondern für ein Kind ihres Alters auch unglaublich starke Empathiefähigkeiten besitzt. Wir schicken sie für weitere Tests zu Dr. Hoffman. Ja und nein. Also, ja, also. Ich meine, immerhin haben sie ja gelernt, dass sie nicht so einen Psychopathen daran lassen. Aber jetzt Kinder darauf lassen? Ja, ich weiß nicht.
Ja, also, er ist komisch. Komisch, aber ist halt so. War das jetzt richtig? Oder sind wir... Nee, wir sind von hier gekommen, wa? Kann das sein? Ja, wir sind... Oder? Achso. Hä? Ja, doch, wir sind von hier... Sind wir wirklich von hier gekommen? Okay, hier geht's nur wieder zurück. Okay, wir sind definitiv von da gekommen. Okay. Na da gut, dann teleportieren wir uns wieder zurück zum Theater. Weil da geht's ja weiter. Gibt's hier noch so Utensilien? Nee, okay, gut, dann ab ins Theater. Haben wir gefunden. Ausgang T5. Da frage ich mich nicht, drehe mich um 45 Grad und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, das ist mir jetzt gerade im Spiel auch so ein bisschen passiert. Ansonsten geht es ja eigentlich mit meinem Orientierungssinn, aber manchmal ist komisch. Post plus. Toll. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Oh, hier gibt es auch wieder Kaffee. Gibt es noch gute Munition? Sehr gut. Hier gibt es auch nochmal ein paar Teile. Achso, die kann ich alle... Ah, okay, die Sachen kann ich alle nicht mitnehmen. Hier gibt es nochmal ein Käfchen. Hier können wir uns nochmal zurück teleportieren. Hier gibt es nochmal Waffenteile. Gut. Na dann gucken wir doch mal. Oh, ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlupfs. Aber Stevens hat den Schlüssel. Ich bin so... Verdammt. Ich spüre meine Hand nicht mehr. Das Ding hat mir fast den Arm abgerissen. Mit dieser Erbsenpistole wird das nichts. Ich brauche was Größeres. Ich muss ins Lager außerhalb des Unterschlupfs. Aber Stevens hat den Schlüssel. Aber dieser Steven, ey. Schlüssel und dem Transporter zurück. Ich muss nur am Leben bleiben. Ich bin so müde. Ich ruhe mich nur kurz aus und warte auf Stevens. Das Ausruhen tat dir, glaube ich, nicht so gut, mein Freund, oder? Also, ja, weiß ich nicht. Gut. So, auf Steven zu warten hat schon mal nichts gebracht. Merken wir uns. Wir warten nie wieder auf Steven. Also gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Oh Gott, da oben guckt doch schon wieder der Fiesling raus. Aber gut, dann gucken wir. Okay, vielleicht sollten wir uns ein bisschen... Wo ist der Steven mit dem Generalschlüssel? Ja, wo ist er, du? Okay, wir lassen den da mal in Ruhe, weil vor dem habe ich großen Respekt. Solange die liegen, ist es, glaube ich, immer ganz cool, die... wegzuzimmern. Ich bin der Einzige, der sieht. Das Ding hier bei mir. What the fuck? Erschreck mich doch mal, du Mistvieh. Ich muss weg. Ja, komm mal ruhig ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher ran, Fräulein. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh, nee, nimm mal die Axt weg. Okay. Cool. Okay, cool. Oh. Was war denn die große blaue Kugel? Ja, das ist, glaube ich, immer dieses Viech, was, jetzt Maul. Oh, der war nicht gut. Der war besser.
Ich glaube, die große blaue Kugel da oben ist, der zeigt immer an, wo der Stephanos, glaube ich, rumhängt. Weil das ist im Prinzip irgendwie wie so eine Art riesen Kameralinse. Siehst du ja hier. Und ich glaube, der zeigt einfach immer den Standort an, wo wir als nächstes hin müssen, beziehungsweise wo sich Stephanos versteckt. Ah. Ich muss sie vernichten, bevor sie sich verwandeln. Ja, das ist es. Körperteile. Okay, schade, ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwie jemand, der da irgendwie rumliegt. What the shit? Was bist du denn? Also das weiß ich auch noch nicht, was das ist. Was ist denn das? Ach, das ist von dem Kameradingens, Bummens, Dingens. Okay. Körperteile setzen sich zu einem Monster zusammen. Klar, warum nicht? Nein. Körperteile setzen sich zu einem Monster zusammen. Klar, warum nicht? Mich überrascht hier drin gar nichts mehr. Aber nicht mit mir. Ich verbrenne sie, bevor sie sich verwandeln. Moment. Hat der Arm gerade gezuckt? Scheiße. Nein. Oh Gott. Was passiert hier? Okay. Nein. Scheiße! Ey, nicht schon wieder die! Ey! Lass mich doch mal bitte in Ruhe! Lass... Warum? Du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Also, hoffe ich. Ey, ist wieder so ein halber Endboss. Ja, jetzt erkennt man die... Achso, okay, sorry. Weiß nicht, ob das so clever ist, meine Deckung hier so kaputt zu schlagen. Ich glaube nicht. Okay, wir verpissen uns einfach. Oh, sie hat hier, guck mal, sie hat ein paar Kisten kaputt gemacht. So, können wir jetzt einfach zum Theater rennen, ohne die Alte da fertig machen zu... Leck mich am Arsch. Ich lasse sie jetzt in Ruhe. Ich komme da nicht rüber. Warum komme ich denn da nicht hin? Da komme ich nicht durch, weil da ist... Ey, jetzt sag bloß, letztes Mal war da auch bei dem Rathaus auch so ein Stacheldrahtzeug. Da musste ich die Tante da hinten kaputt machen. Kann ich das nicht einfach... Warte mal, kann ich das umgehen, indem ich einfach hier so kletter und... Kann ich... Hier kann ich nicht hochklettern, oder was? Dein Ernst? Geht das hier? Natürlich nicht. Kann ich hier rüber klettern? Natürlich nicht. So, wir nehmen uns jetzt hier die Tante hier vor, weil die macht auch gut Ärger. Also die kann gut Ärger machen. Aber jetzt haben wir so ausgeschaltet. Nimm doch einfach nur die Nägel. Da schießt jemand. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Ja, und hier komme ich nicht rüber. Nee. Alter. Lecko. Nein! Ah, falsche Taste gedrückt. Alter! Kenny! Shit, mein Akku. Kenny, schön, dass du da bist, aber ja, Akku ist blöd, wenn er fährt. Oh Gott! Jesus, ja! Aber wir haben wieder
eine Tasche gefunden für Munition. Das ist nice. Das hört sich nicht gut an. Das sei ich, wie das. Das hört sich nicht so gut an. Hier komme ich nicht rein. Verdammt. Okay, dann gucken wir mal noch mal ein paar Loot-Dinger. Ich würde mich jetzt sehr über Schrot, Flint und Munition freuen. So ein bisschen. Kurz mal nachladen. Man weiß ja nie, was einen hier so erwartet. Okay, hier geht's nicht weiter. Shit. Ich will doch nur ins Theater. Lass mich doch einfach ins Theater. Also das ist nicht das Theater, aber hier können wir auf jeden Fall looten. Und ich finde nur Schießpulver, Rauchpulver, keine Ahnung Pulver, aber jetzt endlich mal Munition. Meine Güte, können wir eigentlich hier auch mal nachladen? Sehr gut. So, dann gucken wir mal noch weiter nach Munition, so ein bisschen. Können auch eigentlich übrigens mal Heilung rausholen. Schnipp. Weil die eine Tante, die hat uns ja echt gut zugesetzt. Okay, hier oben gibt's nichts. Hier gibt's nochmal Kunst. Können wir die eigentlich zerstören einfach? So, zerstört. Aber nee, es hat nichts gemacht. Was natürlich schade ist. Ach du, guck mal, wer da ist. Hey, hey. Mäuschen, wollen wir mal ausprobieren, wie es sich macht mit Explosionsdingern bei dir? Komm her. Shit. Oh, warte mal. Was ich hier reinlaufen lasse? Und nun rennen wir. Alter, spar Munition. Was war das denn? Lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich. Au, wie kannst du so schnell sein? Haha, hier kommst du nicht durch, wa? Oh, ich hab mich... Sorry. Ja, komm mal runter. Bist du jetzt down? Nee, bist du nicht. Bist du jetzt down? Immer noch nicht. Wie kann die mich denn... Oder ich darf dem grünen Zeug da nicht zu nahe kommen oder so. I don't know. No, jetzt kommen natürlich noch die ganzen anderen Viecher hier an. Ja, 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 ja. Lauf doch. Gott! Lass mich doch! Shit. Hol dir mal ein bisschen Medizin rein, Freundchen. Mach mal hinne. Und von mir aus auch gleich noch eine zweite Ladung. I don't know. I don't give a... Nein! Lass doch schneller was! Bist du jetzt down? Immer noch nicht. Wie sieht's jetzt aus? Die Munition? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich kann doch nicht... Du kannst doch nicht so viel Munition fressen! Geht doch nicht! Oh Gott, sie ist tot! Oh! Mutti, hi Mutti! Oh, wir haben es geschafft!
Wir haben sie erledigt. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Erstmal gucken wir nach den Resonanzpunkten, die wir hier noch so hatten. Da gibt es Pistolenmunition. Ich bin der Einzige, der sieht. Okay. Ich will doch nur ins Theater. Ich will nur ins Theater. Unbekannte Resonanz. Okay, im Duke Diner gibt es anscheinend auch noch mal irgendwas zu finden. Okay, hier gibt es leider nichts. Schade, schade, schade. Ih, was ist denn das für eine hässliche alte? Ja, du, die ist zum Glück jetzt weg. Die hält aber viel aus. Ja, die hält echt. Das ist so. Die ist nicht schön. So, hier muss es noch irgendwie einen Schatten geben. Bestimmt in der Küche, oder? Bestimmt. Ja, genau hier. Ich halte sie mal aus. Ich bin der Einzige, der sieht. Das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Es sieht so aus wie in meiner Kindheit. Es spielt mit meinem Verstand. Wenn ich schon sterben muss, will ich selbst bestimmen, wie. Umgebracht. Ach du, okay, jetzt haben wir zumindest mal wieder ein bisschen Munition. Was? Wie was? Was was? Sind die jetzt gerade erschrocken wegen irgendwas oder? Was war los? Als ob jetzt auf einmal die Musik angeht. Vor allen Dingen, das lockt doch die Viecher an, oder? Ich komme hier nicht rein. Okay. Nehmen wir hier nochmal kurz das Päckchen mit. Gute Rauchpulver. Okay, hier gibt es leider nichts. Kann ich das Ding einfach ausschalten? Wäre das auch eine Option? Was bist du denn jetzt? Die Tür auf. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und sie hat mich auch gar nicht verfolgt. Aber wo bin ich? Scheiße. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Was zur Hölle ist das? Okay, können wir jetzt wieder. Ach, jetzt ist die Tür offen. Auf einmal. Wo sind wir? Ich bin auch nicht mehr ansatzweise bei diesem Theaterzeug. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da überall rein will. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Schade. Das wäre schön gewesen. Das kann ich. Das bin ich. Ach, was? Von früher. Ach so, okay. Sorry. Wo kommst du denn jetzt auf einmal? Mach die Tür auf. Mach doch die Tür auf! Ist das richtig hier? Oder sind wir jetzt in so einer Schleife gefangen? Ja, wir hatten auch so einen ähnlichen Raum auch in diesem Raum stimmt was nicht. In Beacon. Etwas, das ich nicht sehe. Ja, wie wär's mit einem Labyrinth? I don't know. Oh, ich sehe schon, komm, ich bin hier lost. Muss ich mich jetzt hier irgendwo verstecken? Okay, ich kann nicht auf sie. Okay, ich kann zwar schon auf sie zielen, aber es bringt mir halt nichts.
Achso, warte mal, muss sie eventuell... Muss sie vielleicht irgendwo in irgendeine Tür rein und ich muss ihr hinterher steppen? Maybe? La 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 la, dass ich die Reihenfolge richtig hinkriege. Oh, Scheiße. La la. La 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 la. Wo geht's hier denn jetzt hin? Kannst du dich auch mal für einen Raum entscheiden? Oder laufen wir jetzt hier einfach, machen wir hier Ringel-Ringel-Reihe? Anders gefragt, kann ich eigentlich auch einfach wieder zurückrennen? Geht das? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, also sie rennt da immer noch lang. Wir rennen jetzt mal hier lang. I don't know. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Mach doch auf! Was zum Teufel hatte das zu bedeuten? War das alles ein Traum? Okay. Was hat er in der Hand? Ein neues Dia. Okay. Ich würde sagen, wir gehen ganz flotto Karotto hier aus dem Raum raus. Und versuchen jetzt immer noch... Wo ist denn hier unser... Wo ist denn unsere Kameragebilde? Wir versuchen jetzt immer noch... Also jetzt versuchen wir wirklich safe zum Theater zu kommen, oder? Also... das heißt, das Spiel zwingt einen dazu, hier lang zu laufen. Ja, ja, kommt ruhig mit. Ja, ist safe. Ist okay, Boys. Ja, ihr macht das schon. Ey, sag bitte nicht, dass ich da immer noch nicht hinkomme. Ich komme da immer noch nicht rein. Also irgendwie macht mir das Angst, dass wenn ich vor dem Theater stehe, die alle keinen Bock mehr auf mich haben. Das ist, muss ich sagen, echt finster. So, kann ich jetzt die einfach... Nee, kann ich nicht. Was zum Teufel soll das hier? Ja, verdammt. I don't know. Lily ist da drin. Ja, und warte jetzt weiter? Komme ich jetzt da rein oder nicht? Oder wie? Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand! Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an, die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Ich will es kaputt machen. Ach, lass mich doch. Benutze den Communicator, um nach Stephanos Kunstwerken zu suchen, um diese zu zerstören. Da hinten ist Stephanos Kunst, okay. Und... Stephanos Kunst, vielleicht. Aber gut. Na dann. Gehen wir noch mal ein bisschen kurz looten und suchen nach Stephanos Kunst. So, irgendwo da muss es sein. Panzergranate.
So. Das wäre natürlich auch so, ne? Also, so ein Granatenwerfer? Da würde ich mich jetzt auch drüber freuen. Wäre ich jetzt nicht so dagegen. Tagebuch des Wirts. Der letzte Eintrag in diesem abgegriffenen Tagebuch. In Temp Room ist einiges los. Die Geschäfte laufen. Zurzeit kommen Massen neuer Leute nach Union und alle haben Durst. Wenn das so weitergeht, kann ich es mir endlich leisten, Fassbier auszuschenken. Pete beschwerte sich über die Massen, aber ich sage, je mehr, desto besser. Er war schon immer ein übellauniger Typ, der in letzter Zeit... Was? Nochmal. Je mehr, desto besser. Er war schon immer ein übellauniger Typ, aber in letzter Zeit verhält er sich noch komischer. Er sitzt an seinem Stammplatz, guckt neue Gäste schräg an und murmelt vor sich hin. Ich würde ihn hier rausschmeißen, aber er ist mein bester Kunde. Ja, gut, dann sollte man ihn vielleicht nicht rausschmeißen. So, gibt's hier vielleicht noch Munition? Spritze, Munition, okay. Sonst gibt's nichts mehr. Okay. So, und hier haben wir Kunst. Das ist also seine Kunst? Ein Foto. Das ist nur ein Foto. Ja, für manche ist ein Foto Kunst, für andere Sachen. Wer weiß. So, kann ich das jetzt zerstören? Dann wollen wir mal loslegen. Mit dem Messer schön kaputt machen. Oder auch nicht. Lol. Was hat er gemacht? Öffnen. Mist. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Ach nee, ist klar. Jetzt müssen wir in so einem Hotel einen Schlüssel finden, oder wie? Das sieht aus wie ein Hotel. Ich weiß nicht, ob das... Nicht mein. Du wirst Kunst. Du wirst Teil meiner Obscura. Wie wär's einfach mal mit... Nein? Leicht. Stabiler als Ton. Weicher als Marmor. Wirklich das perfekte Medium. Alter. Der Typ. Ich will ihn nur noch leiden sehen. Ach, so kann ich mich nicht konzentrieren. Das sollst du auch nicht. Eine Skulptur braucht keine Zunge. Bitte was? Hat der jetzt gerade meiner Tochter die Zunge rausgeschnitten? Ich weiß nicht, ob ich diese Munition nehmen möchte. Okay. Wenn dieses... Also... was ist jetzt meine nächste To-Do? Also ich kann ja hier nicht mehr... Wo kommen die denn? Ach, jetzt kommen die hier durch, oder was? Traut euch ruhig! Ich erwarte euch! Maybe? Das hat nicht gereicht? Komm mal raus. Das war ein nicer Headshot. Na, jetzt guckst du blöd, ne? Jetzt guckst du blöd. Kann ich ihm eigentlich auch den Fuß abschießen? Geil! Also, das finde ich jetzt schon wieder irgendwie cool, muss ich mal sagen. Wenn man jetzt so die Gliedmaßen abzimmern kann, dann weiß ich ja, was ich als nächstes gleich mal mache. Je nachdem, ob noch, also ob ich das so hinkriege oder auch vielleicht auch nicht.
Warte kurz. Das finde ich ja cool. Das ist ja mal mega. Auf Wiedersehen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das finde ich ja nice. So, kann ich jetzt hier öffnen? Geht das? Ja, geht. So, und jetzt komme ich doch... Warum sprintet der nicht? Also, geht's nicht schneller? Also, öffnen. Okay, es geht nicht schneller. Kleiner Schlüssel verwendet. Da ist es ja. Kann ich hier einfach drauf schießen? Achso, das ist das Ding. Nee, warte mal. Hä? Muss ich jetzt da irgendwie hin? Also rein? Oder was soll ich jetzt... Okay. Oder, also wie... Achso. Doch, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Also ich muss jetzt hier so... Hat doch gar nichts gemacht. Ich muss ja hier jetzt so ein bisschen sneaky sein, weil... Okay, Hoffmann. Hoffentlich hatten sie recht mit dem Zerstören. Ja, das hoffe ich auch ganz doll. Los geht's. Alter! Okay. Haben wir jetzt dadurch ein Bild? Das Werk dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So. Jo. Jetzt fehlt nur noch eins. Okay, gut. Ein Bild haben wir zerstört. Eins fehlt uns noch. Pistolenmunition. Okay. Also da vorne ist noch das zweite. Ich gehe mal von aus. Okay. Geradezu. Weil hier ist ja dann wahrscheinlich nur Munition drin. Und hier weiß ich auch noch nicht, was ich hier brauche. Weil hier leuchtet es ja auch wild auf. Wer ist er denn? Kann er mir helfen? Hey, hey, Sie da drüben! Sie müssen mir helfen! Na los, Mann! Ich weiß, Sie können mich hören! Helfen Sie mir! Fangen wir erstmal damit an, dass wir hier ein bisschen was zum Brennen hinlegen. Als ob das einfach nachwächst. Habt ihr dein scheiß Knie abgeschossen? Okay, gut. So, wo ist der andere? Da war doch noch einer. Da oben. Oh, keine Munition mehr. Warte kurz. Nee, warte kurz. So. Sammeln wir mal hier die ganzen Geglibberzeugs ein. Weil du da oben bist ja jetzt safe, ne? Also. Kannst du auch mal was tun? Da sind noch mehr! Die kommen von da drüben! Ja, jetzt habe ich keine Munition nämlich mehr. Pappnase. Warte mal kurz, kann ich hier nochmal durch sniffen? Okay, warte mal. Oh! Oh! Nochmal. Oh, nochmal. Die sind aber flott unterwegs, die Jungs. Warte kurz, Freunde. Kurz Pause. Timeout. I don't know. Na los, Mann. Tun Sie was.
Ich mach die ganze Zeit schon was. Machst du überhaupt mal was? Warte kurz. Habe ich noch andere Bolzen? Ich habe nur noch diese Rauchbolzen. Lol. Oh, warte mal. Da lag eine Munition. Nein, lass mich kurz in Ruhe. Nein, wir fassen mich nicht an. Nein, das machen wir nicht. Falsche Munition? Ah, hier war die Munition. Ey, kannst du dich auch um dich selbst kurz kümmern? Geht das? Ohne zu sterben? Da ist ja noch einer. So, Freundchen. Kommst du jetzt da runter? Und hilfst mir? Nachdem ich dir geholfen habe? Sie haben mir den Arsch gerettet. Hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. Hier ist es in meinem Unterschlupf reden wir. Nach ihm. Was denn für ein Unterschlupf? Warum hat denn jeder seinen Unterschlupf hier? Das ist doch unglaublich. So, wir nehmen jetzt erstmal hier noch ein bisschen Medizin, ein bisschen Munition. Ich habe jetzt erstmal Munition, ist mir egal. Wo er jetzt hingerannt ist. Aber wir brauchen Munition. Ohne Munition brauche ich gar nicht weitermachen. Lass mich raten, er ist hier reingerannt. Okay, aber hier können wir ja vielleicht, weil wir haben Unterstoff Munition hier auch herstellen. Hier lang. Wir kommen hier nicht rein. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Biegen überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer. Kann aber auch noch andere Sachen. Wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja. Wir alle versuchen, sie zu finden. Hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind Sie hier. Genau. Aber wenn Sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Hey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt hier eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Munition wäre cool. So, sowas zum Beispiel, genau. Das ist nice. Das ist auch sehr nice. Noch besser. Ja, okay, dafür habe ich dir gerne geholfen. Cool. So, gucken wir mal kurz. Laden hier auch noch mal kurz nach. Dann ganz wichtig. Trinken wir erstmal noch einen Schuck Kaffee. Ne, Junge? Schön Käffchen. Das ist wichtig. Die Stimme klang ein bisschen wie Gronkh. Ist der echt? Sehr gut, erstmal schön Kaffee trinken. Full life. So muss sein. So, dann ganz wichtig. Damit wir keinen Fortschritt verlieren. Speichern. Sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir gespeichert. Den Forscher können wir uns nicht weiter an. Weil wir wollen das Bild finden. Und ich glaube, das ist so eine Art Nebenmission. Hallo? Also dahinter. Irgendwie. Oh, hier liegt da noch ein bisschen Geglibber. Nehmen wir doch mal das Geglibber mit. Hier liegt auch noch mal ein bisschen Munition. Sehr gut. So, hier, oder? Ja, okay. Hier irgendwo müssten wir das zweite Bild finden, was wir zerstören müssen. Jetzt ist nur die Frage, wo? Da drinnen. Ja. War die Tür auf?
Ach, warte mal, ist das das Bild, was wir oben gesehen haben, wo wir vorhin draufgeschossen haben? Wir sind doch hier vorhin schon mal gewesen. Ja. Genau hier ist es. So, zerstören wir das nächste Bild. Wo wir wahrscheinlich wieder irgendwo hin teleportiert werden. Genau. Lass mich raten, ja, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Okay. Da müssten normalerweise schon... schon zwei Löcher im Kopf sein, das ist richtig. Was war da denn jetzt? Sind wir überhaupt gut aufgestellt, munitionstechnisch? Halt, geht schon. Shit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Du schon wieder. So clever war, so blank wie hier reinzugehen. Wo ist er? Hört ihr ihn? Also. Kann ich das hier ausmachen? Nee, kann ich nicht. Hä? Da ist ein Schlüssel. Okay, das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Mist. Ich sollte vorbeischleichen. Scheiß, was? Gar kein Fall. Wir machen hier... Run, Baby, run. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Ich weiß schon, dass ich hier bin, so eine Shit. Okay, er sieht mich nicht mehr. Er hört mich jetzt nur noch. Ach, leck mich doch. Nein. I safe, hätte der mir noch einen mitgegeben. Hoffentlich war's das erstmal mit. Alter. Na, Dave. Was futterst du? Ich futter hier gerade nebenbei so ein paar Brezeln. Hier so Seitenstangenbrezeln. Dave ist auch in the house. Nice. So, Schlüssel gefunden und jetzt zerstören wir wieder die tolle Kunst von Stefano. Kameraschlüssel verwendet. Nur lass mich raten, hier kommen wir auch nicht so einfach rein. Ah, wunderbar. Nee, ist klar. Okay. Diesmal nehmen wir den Weg. Ich glaube, der ist minimal kürzer. So. Sneaky Sneak. So, nur nicht zu früh hoch, weil. Genau. Weil wir sind ja hier noch genau dazwischen drin und so. Sehr gut. So, nun. Schnitz! Yes. Und jetzt können wir doch bestimmt das Theater betreten, oder? Yes. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Na, jetzt ist, ja. Also, dann ist er jetzt safe, oder? Ich wette mit euch, dass irgendwas auf dem Weg wieder passiert. Irgendein Schwachsinn kommt da jetzt wieder, oder? So, kurz orientieren. Theater ist in die Richtung. Kann ich eigentlich... Sneaky? Mich da durchquetschen? Also durch diesen, ne? Hier? Geht das? Natürlich nicht. Natürlich kann er sich nicht da durchquetschen. Na gut. Gehen wir den anderen Weg.
Hä, hier kommen wir auch wieder nicht durch. Okay, 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 okay. So, dafür ist es da drüben, genau. Da drüben müssen wir hin. Das bekommen wir hin. Ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt ist die große Frage. Sollten wir vielleicht gleich zum Theater? Oder sollten wir uns vorher nochmal aufmunitionieren? Also auch mit Bolzen, Explosivbolzen, Schrotflintenmunition. Oder machen wir einfach YOLO rein da. Was sagt ihr? Ich meine, hier vorne gibt es ja bestimmt wieder... Okay, hier gibt es nur Schießpulver. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach YOLO-mäßig einfach hier reindrücken. In der Hoffnung, dass meine Munition ausreicht. Hoffentlich. Oder wir hier drinnen genug Munition finden. Er muss hier irgendwo sein. Hallo, Stefano. Es meine Ferke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Ja. Genau wie Sie. Wo bist du? Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet. Weil Sie keine Fantasie hatten. Weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und Sie wollen mich aufhalten. Nee, ich will als einziges, ich will nur meine Tochter wieder haben. Denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Ich will einfach nur, dass du die Pfoten von meiner Tochter lässt und du sagst, auf Wiedersehen. Gute Nacht. Ende im Gelände. Er ist vorbei. Wie wert? Okay, wir looten erstmal hier uns komplett einmal kurz durch. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Oder auch nicht. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Aha. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Der Typ hat sie doch nicht mehr. Also wirklich. Wie kann man denn so kaputt im Kopf sein? I don't know. I don't get it. Aber gut. Stefano Valentini. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ego-Perspektive? Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Gehirnwäsche. Was macht er? Schieß doch! Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass Sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären Sie ein Meister. Was ist mit dem Auge? Vielleicht kein Michelangelo. Aber mindestens ein... Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher. Bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Wessen Befehl denn bitte? Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Ja, wie nur? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig.
Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Willst du mich verarschen? Picasso hatte seine blaue Phase. Ja, und das ist jetzt eine rote Phase, oder ich wie? Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße. Nein, stopp! Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Ei, was ist denn? Ja, der sieht aus wie ein Anime-Bösewicht. So sieht's aus, Dave. Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Steck dir selbst so eine Granate rein und blow dir dein Mind weg, Alter. Es ist ja wohl unfassbar mit dem Typ. Nichts befeuert Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Ey, wo beamt der denn sich jetzt schon wieder hin? Wie komme ich denn jetzt zu dem hin? Kann ich einfach... Hier kann ich... Oh, warte mal. Hier kann ich was machen. Oh, das tat ein bisschen weh. Jetzt sag bloß, ich muss jetzt von Dings zu Dings zu... Diese Kameralinse noch dazu, ey. Ja? Kannst du mal wieder weggucken? Hast du nicht gesehen? Haha. Ja, nun kletter doch! Ja, nun kletter doch! Mann! Bin ich hier richtig? Jump! Hier runter. Ja, ich bin auch richtig hier, oder? Oh no, Alter, die Schatten bewegen sich ja auch noch so. Das ist ja... Ach nee, ist toll. Du hast ja einen tollen Radius für den Schatten. Ja, gib Gas. Ja, los Mario. Das würde ich gerne, wenn er mich jetzt hier nicht die ganze Zeit beobachten würde. So, jetzt aber. Renn! Ja, safe hat er mich jetzt natürlich gesehen, genau. So, jetzt hinterher, hinter diesem Stefano. Ich wette, als Endgegner okay, geht Stefano mit dem da irgendwie zusammen und dann müssen wir den kaputt klatschen oder so. Das ist doch.
Stefano! Wo bist du? Du kannst dich nicht immer verstecken. Okay. Gut, hier ist erstmal so ein Safe Point, wo wir uns aufmunitionieren könnten. Ich würde jetzt auch nochmal ganz kurz, einfach nur vorsichtshalber, ne, würde ich jetzt mal mich ganz kurz in mein Revier nochmal zurückteleportieren. Würde mich aufmunitionieren, würde mich komplett heilen, würde mal ein bisschen Glibberzeug und Waffendingensbummens verbessern. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück, um hier unseren Freund zu finden. Hallo, wo bist du denn? Stefano! Du brauchst dich nicht verstecken, du kannst ruhig rauskommen. Trau dich. Sag, trau dich! Kommen Sie, ich erwarte Sie. Ja. Mein nächstes Werk wird faszinierend. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte, die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst. In jeglicher Hinsicht. Wo bist du denn? Was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche. Hör auf zu labern, lass uns treffen. Um das Werk zu Ja, komm her. Das werden wir ja sehen. Ja, komm. Warte mal, da hinten ist noch was leuchtet. Kurz, warte kurz, Stefano. Wir treffen uns gleich. Okay, ist voll. Verdammt. Warum sonst? Stefano, wo bist du? Stefano, wollen wir ein Spiel spielen? Los, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Du, also wenn du so fragst, da sehe ich mich. Wo bist du denn? Stefano. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Ja, und nimm deine Kamera weg. Verstanden. Die so irgendwie die Umgebung verzaubert oder so. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Wo bist du denn? Ja, da hast du die erstmal ein paar gefangen, ja, würde ich sagen. Ne? Okay, komm. Rotflinte. Dein Glück wird dich bald verlassen. Was für ein Glück? Das können. Es gibt keinen Kopf. Was für ein Entkommen? Oh, der war nicht schlecht. Da gebe ich dir recht. Oh, verdammt! Oh, der hat wehgetan, hä? Du fängst an mich zu langweilen. Na komm her. Trau dich. Wo bist du? Lächle für die Kamera. Komm ran auf den Meter. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Oh, shit. Wo bist du? Wo bist du denn? Ja? Aber das ist nicht gerecht. Oh, warte. Oh, jetzt willst du aber. Jetzt willst du es wissen, wa? Ha! Stefano! Das ist nicht mehr so gut. Mir jetzt. Stirb! Jetzt! Endlich! Ey, wir haben gesagt, hier One-on-One, nicht One-on-Two oder so. Ich habe gesagt, nicht One-on-Two. Muss ich den hier kaputt machen? Nee. Da bist du. Oh, warte, ich muss nachladen. Ich muss kurz nachladen. Ja, das war wohl nix, wa? Das war ein Satz mit nix. Where do you go? Flucht ist zwecklos! Ich will gar nicht fliehen, komm her! Wo bist du? LOL! Verstecken ist zwecklos! Ich will mich doch gar nicht verstecken, wo bist du denn? Komm doch einfach mal her und teleportiere dich nicht immer andauernd hin und her! Komm mal her, jetzt gibt's wieder ein bisschen Schrotflinten-Action. Ja? Dafür wirst du bezahlen! Ach, da hinten bist du jetzt. Nee, das ist für Schrotflinte ein bisschen zu weit. Lass mal kurz nachladen. Oh, shit! Das war nicht gut. Nimm mal die Waffe in die Hand und klatsch ihm eine weg. Okay, oder auch nicht. Dann nimm mal kurz ein Medikit.
Dann, Verstecken ist zwecklos! Ich will mich doch gar nicht verstecken, komm her hier! Ich hab doch gar nicht geschossen. Da warst du gerade, du miese Ratte. Oh fuck! Ah, ich hasse es, dass der nicht so schnell nacheinander schießen kann. Hey, ich hab doch... Gut, einmal kurz heilen. Mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Okay, der hat nicht getroffen. Sehr, sehr gut. Der hat auch nicht getroffen. Alles muss man selber machen. Ja, der tut weh, ne? Nix. Nicht bewegen, verdammt! Ja, nicht bewegen, ja, ja, aber selber hier teleportieren wie so ein Blödkopf. Lass mich in Ruhe. Also nee, lass mich nicht in Ruhe. Komm mal her hier. Wo bist du denn? Verstecken ist zwecklos! Jetzt hat er sich wieder neben mich teleportiert. Gut, das Teleportieren wird langsam langweilig, Freundchen. Können wir da mal... Lute für mich. Okay, okay. Nein, 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 nein! Oh, Alter, der war jetzt auch mal nicht schlecht. Lass mal ganz kurz hier nochmal Medikit nehmen. Und komm, wir nehmen mal Vorsichtshalber 2. Okay, wir sind zum ersten Mal gestorben, Freunde. Die Premiere. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Oha. Okay, okay, okay. Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut. Dafür wirst du bezahlen. Ja, das sagst du die ganze Zeit. Was ist? Nichts. Ist zwecklos. Nichts passiert. Komposition. Achso, schade, die krieg ich nicht kaputt. Deswegen. Ey, Leco Mio am. Ein kleiner Wichser. Ja? Hier so rumheulen von wegen, dass ich unfair spiele, aber er selbst. Willst du mich jetzt verkacken, ja? Komm mal her, hier. Verstecken ist zwecklos! Will ich auch gar nicht. LOL! Er ist doch jetzt selbst da reingerannt, oder nicht? Lute für mich. Gib mir dein Blut. So, warte mal kurz. Wait a second. Wait a second. Be cool. Ich hab doch... Wie viel kannst du noch einstecken? Ich hasse es, dass die Schrotflinte... Einmal schießen, 20 Sekunden warten bis zum zweiten Schuss. Siehst du? Ich drück wie so ein Bescheuerter auf die scheiß Taste, um zu schießen, und er... Nö. Mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Nein, nein, komm mal her. Er hätte eigentlich treffen müssen. Warte, warte, warte. Ja, ja, komm mal. Ja. Langsam genug. Langsam hab ich dein Pattern raus, mein Freundchen. Wo bist du denn? Komposition. Was für eine Kompo... Verstecken ist zwecklos. Bist du jetzt selbst da reingelaufen? Lute für mich. Ja, hast du dir so gedacht? Endlich! Meine Güte! Alter, bitte bleib einfach tot. Ich wette mit euch, das war's noch nicht. Safe, er lebt noch. Super.
Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Wo ist denn jetzt meine Tochter? Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Ja, sie ist kaputt. Ist mir egal. Wo ist meine Tochter? Er ist einfach gestorben. Wir sind doch hier, weil wir zu unserer Tochter wollen. Und er war doch der Einzige, der wusste, wo die ist, oder nicht? Oder was? Oder wo? Zeit. Die Zeit. Oh no. Ich sage, du hast mich noch nicht. Letztes Foto. Lily! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa! Nein, bist du nicht. Papa ist tot. Ja, das wurde ihr so erzählt. Das ist richtig. Wo ist sie hin? Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lily, bitte. Ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Wer steht denn jetzt? Ist das jetzt Rubik? Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Das ist unsere Frau? Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Alter! Es wird auch. Hört auch nie auf! Lily! Myra? Und wir sind jetzt weiterhin... Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Ist da so ein Altar und safe. Das ist ja nee. Guck mal, weil hier Ihmchen haben wir jetzt zum Beispiel. Er ist weg. Der Camboy. Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Okay. Kann man auch so. Aber hier ist zum Beispiel noch ein Brettchen für irgendwen und ja ich. Also, ich weiß auch nicht. Das sieht alles nicht so gut aus. Warum? Was war da für ein Zeichen? Okay, war einfach anscheinend nur ein Bug. Was ist das? Ja, das frage ich mich. Wo ist der Spiegel? Scheiße, stimmt, der Spiegel ist ja weg.